Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und willkommen zu einer neuen Review. Diesmal Kaiba. Kaiba wurde 2008 ausgestrahlt, was an sich ein sehr gutes Jahr war, wenn man über Anime-Original-Serien reden möchte, und wurde produziert von Studio Madhouse mit dem Regisseur Masaaki Yuasa, der die Welt des Anime immer wieder mit brillanten Werken wie Mind Game, Ping Pong the Animation oder Tatami Galaxy, um ein paar zu nennen, beschenkt hat. Insgesamt ist der Anime 12 Folgen lang mit einer Standard-Folgenlänge. Der Anime ist augenscheinlich eine episodische, dadaistische, Sci-Fi-Möchtegern-Cartoon-Produktion, die durch ihr Anime-untypisches Artwork gerne links liegen gelassen wird, was ein großer Fehler ist. Zwar ist der Anime in den ersten 7 Folgen tatsächlich sehr episodisch, so gibt es trotz dessen eine Handlung, die im Hintergrund abläuft und ab der Mitte des Anime anfängt, in den Mittelpunkt zu treten. Auch anhand der Beschreibung lässt sich nicht darstellen, um was für ein außergewöhnliches Meisterwerk es sich handelt. Kaiba hat ein klassisches Cyberpunk-Setting, bei dem es ein klares Klassensystem gibt, welches sich durch eine Unterteilung in Reich und Arm ausdrücken lässt, was an sich bei weitem nichts Originelles ist. Des Weiteren befinden wir uns in einer Zukunft, in der Erinnerungen auf Chips geladen werden, wodurch die Privilegierten quasi ewig leben und die Armen sinnlos vor sich dahin sterben, um danach auf dem Markt verkauft zu werden, insofern man einen interessanten Körper hatte. Unser Protagonist ist auch von einem Klischee befallen, welches sich Amnesie nennt. Zur Verteidigung lässt sich allerdings sagen, dass ich bis dato nichts gesehen oder gelesen habe, bei dem das Thema Amnesie besser und sinnvoller umgesetzt wurde als hier. Kaiba ist ein Anime, den man aufmerksam gesehen haben muss, um es zu verstehen, wie zum Beispiel Serial Experiments Lane oder Paranoia Agent. Die Atmosphäre, die er bietet, ist einmalig. Sie ist merkwürdig, im wahrsten Sinne des Wortes, und projiziert den Anime wunderbar nüchtern in seiner farbenfrohen Tristesse. Der ganze Soundsektor erinnert häufig an Comedy-Cartoons, doch trotzdem herrscht durchgehend eine optimal passende, häufig düstere Atmosphäre, welche der fantastische Soundtrack nicht nur unterstützt, sondern auch häufig trägt. Visuell bekommen wir einen Haufen an Symbolen in einer verdrehten, cartoonistischen Anime-Welt zu sehen, welche die visuelle Balance zwischen lustigem Cartoon und düsterer psychologischer Horrorshow halten kann. Diese merkwürdigen Welten führen zum Fokus auf die Emotionen der Charaktere. Es ist spürbar, dass jeder Charakter sein eigenes Leben gelebt hat und auch seine eigenen Gedanken und Motivationen hat, was man leider nur sehr selten zu sehen bekommt. Ich bin schon fast gewillt zu sagen, dass die Charaktere menschlich sind, mit all ihren Ecken und Kanten. Diese führen keine Standard-Klischee-Dialoge, sondern Dialoge, durch die man erfährt, wer der Charakter ist, wer er sein wollte und was er niemals verlieren wollte. Und das alles auf eine Art und Weise, die nicht erzwungen wirkt, was alleine schon an und für sich ein wahres Kunststück ist. Thematisch und auch von der allgemeinen Anforderung her ist die Zielgruppe des Anime die Erwachsenen, was nicht nur an der ungewöhnlich hohen Masse an Sex und Gewalt liegt, sondern an der Relevanz und Komplexität der Themen und deren Darstellung. Der Anime beschäftigt sich mit der Wichtigkeit von Erinnerungen und wie wir Menschen miteinander interagieren. Er geht gegen Vorurteile vor, indem er Menschen als Arschlöcher präsentiert, welchen Schlimmes widerfährt, woraufhin man feststellt, dass sie vielleicht doch keine Arschlöcher waren und auch umgekehrt. Also dass Menschen, von denen man dachte, dass sie gut sind und ihnen Gutes widerfährt, im Nachhinein denkt, dass sie vielleicht doch nicht so gut waren, wie man dachte. Kaiba, also der Anime, ist nicht gut, weil er einfach anders ist, sondern weil er gut produziert wurde. Vom Soundtrack zur Charakterisierung, von der Animation zur Handlung bis hin zur Art und Weise, wie die Themen behandelt und präsentiert werden. Er schafft es außerirdisch und gleichzeitig irdischer zu sein als die meisten Serien, die ich jemals gesehen habe. Nicht zu vergessen ist, dass Kaiba keineswegs underrated ist, da er von beinahe jedem, der es sieht, positives Feedback erhält. Nur ist er extrem unbekannt und ein verstecktes Juwel, was ich gerne ändern möchte. Aus allein diesen hier genannten Gründen war er auch in meiner Top 10. Also, wenn ihr euch jetzt immer noch fragt, ob ihr Kaiba schauen solltet, dann ist meine Antwort ja. Ja, weil er kurz ist, ja, weil er euer Verständnis von Anime im Allgemeinen nur verbessern kann und ja, weil ihr so etwas gut Produziertes und dazu noch Unbekanntes so gut wie nie wieder finden werdet.